Hallo Leute, hier bin ich wieder. Und zwar geht es heute ums Fahrrad. Wie baue ich ein Hinterrad raus mit Kettenschaltung? Viele fragen sich das. Und ich möchte es einfach mal zeigen mit ein paar, was heißt Kniffen? Einfach ausbauen. Ich zeige euch, wie ich es mache. So, erst als allererstes drehe ich das Hinterrad und schalte die Gänge auf das unterste Zahnkranz. Wie ihr seht. Dann löse ich den Schnellspanner hier auf der anderen Seite. Den löse ich einfach. So. Und schon will das Hinterrad nach unten raus. So. Dann gehe ich wieder hier hin, löse das hier ein bisschen. Und wie ihr seht, hängt jetzt die Kette noch hier drinne. Den nehme ich einfach und weil sie ja eh auf dem letzten Kranz ist, ist es ganz einfach. Und schon ist das Hinterrad draußen. Das war's, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis dahin, ciao.